Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Blick hinter die Kulissen. Heute schauen wir uns das Holzmintner Roxy-Kino an und gucken mal, wie ein Film auf die Leinwand kommt. Wir zeigen euch Eindrücke, die man sonst so als Besucher natürlich nicht sieht. Ich selbst habe hier meinen ersten Kinofilm gesehen. Damals war ich 4 oder 5 und das war König der Löwen. Jetzt sieht das Kino natürlich schon ganz anders aus. Und was sich so in den Jahren getan hat, das erzählt uns gleich Stascha, die Theaterleiterin. Hi! Hallöchen! Na, Lust auf frisches Popcorn bekommen? Aber immer doch, das gehört doch zum Kino dazu. Bitteschön, dann herzlich willkommen im Roxy-Kino. Ich danke dir. Ja, es hat sich einiges getan, ne? Ihr habt frisch renoviert. Wir waren fleißig. Ich wollte gerade sagen, es sieht alles super schön aus. Danke. Magst du uns gleich zu Beginn mal das Kino einfach zeigen? Sehr gerne. Dann los geht's. So, das ist unser Saal 4. Der neueste, das kleinste Kind im Roxy-Kino. Anbau 2016. Und das gehört jetzt nicht zu dem ursprünglichen Gebäude von 1960. Das ist das, was wir 2017 eröffnet haben. Es sieht ja aus wie ein Wald, aber es ist keine Tapete, ne? Es genau. Scheint Stoff zu sein. Genau, wir hatten tatsächlich, oder wir müssen auch immer im Kino mit Stoff arbeiten. Das ist alles für die Akustik extrem wichtig. Der Saal ist jetzt nicht, also ich empfinde immer, dass wenn man in einen Kinosaal reingeht, man muss diese Seele des Kinos auch spüren. Und deswegen haben wir gedacht, okay. Lass uns was Außergewöhnliches machen. Du hast es eben schon gesagt, Kettenkino, ihr seid kein Kettenkino, genau. Ihr seid eigenständig, ne? Wir sind komplett eigenständig. Wir sind unser eigener Chef quasi in der Hinsicht, aber auch natürlich gehören uns, oder wir müssen uns an Gesetze halten, die für unsere Branche wichtig sind, aber wir dürfen auch sehr viel alleine entscheiden und das ist das, was so richtig Spaß macht. Das sieht man auch, also jeder Saal ist individuell und einzeln genau. gestaltet. Wollen wir uns mal noch einen anschauen, den ihr renoviert habt? Sehr schön. Dann in den Astronautensaal. Warum habt ihr euch das Motiv ausgesucht? Weil wir eigentlich so etwas Außerirdisches schaffen wollten. Und das war so das Motiv. Vor allem, es erinnert mich zum Beispiel persönlich auch sehr an den Film Interstellar. Das war einfach so aus dem Herzen eine Entscheidung. Wie viel ist hier? Fantasy und Science Fiction gehört ja auch natürlich genau. ins Kino. Ne? Es ist auch mein Lieblingssaal tatsächlich. Ach, wollen schön. Wir uns setzen? Bitte. Kino hat ja nicht nur durch Corona, sondern auch vorher schon, ihr macht gerade eine schwere Zeit durch im Grunde. Dieses ganze Streaming und sowas nimmt zu. Kommen die Leute noch ins Kino? Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das ist das Thema wird sehr, es ist wie ein Luftballon. Also je mehr du da an Luft reinbläst, desto größer wird das. Das ist überhaupt nicht so. Es ist nur eine Alternative, es ist keine Konkurrenz. Ich vergleiche das immer mit so einem Beispiel aus dem Alltag. Inwiefern mussten Pizzabäcker ihren Job aufgeben, nur weil die Tiefkühlpizza erfunden wurde? Ja, das stimmt. Das ist ein Oder? Sehr guter Vergleich. Ja. Und das ist tatsächlich so, diese Geschichte hatten wir schon mit den VHS-Kassetten. Dann kamen die DVDs. Dann hatte man tatsächlich noch die Möglichkeit, oder es hat angefangen mit dem Internet-Streaming. Man fragt uns auch immer wieder, denkt ihr, das ist das Ende der Kino-Ära oder ist jetzt die Zeit gekommen, dass Kino dass man vielleicht umdenkt? Und in dem Moment muss ich wirklich sagen, Kino ist in unserem Leben nicht wegzudenken. Es ist ein komplett anderes Erlebnis und vielmehr ist ein Kino auch ein Ort der Begegnung. Also man kann jetzt nicht wirklich sagen, ich schaue mir einfach nur einen Film an. Ich wollte gerade sagen, euer Motto ist ja auch, andere zeigen Filme, wir machen Kino. Genau. Und ihr macht ja noch viel, viel mehr als nur Filme zeigen. Also euer Angebot ist ja noch viel, viel breiter, oder? Ja. Wir haben natürlich auch jeden Tag neue Ideen, aber das, was wir tatsächlich jetzt machen, was wir nach Holzminden gebracht haben, ist dieses Luxusangebot eigentlich an Live-Konzerten, was wir hier anbieten. Und eins davon ist die Metropolitan Opera aus New York. Und diese Live-Übertragungen haben wir tatsächlich direkt an dem Tag, an dem das in New York stattfindet. Ein bisschen kontrovers ist es immer, dass es bei uns so um 19 Uhr oder 19.30 Uhr anfängt. Aber es fängt tatsächlich live um 14 Uhr in New York an. Sehr schön. Und man kann ja auch Kinosäle privat mieten und dann. Genau. Man könnte, also was wir tatsächlich anbieten oder was wir auch schon ein bisschen länger machen, ist eine Kooperation mit der HWK. Mhm. Wir haben tatsächlich auch zu der Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, ob das 2015 oder 16 war, es gab so eine Zeit auch, wo es sehr eng war mit den Plätzen für die Studenten.
an der HWK und da haben wir tatsächlich regelmäßig vormittags hier Vorlesungen gehabt. Man kann auch alles an Präsentationen und Bildern auf die Leinwand bringen. Insofern muss man jetzt nicht irgendwelche Flipcharts oder irgendwas, was man jetzt als Material benötigt. Man könnte sogar seine eigene Gaming-Konsole mitbringen und spielen. Genau, also neuerdings haben wir, das hatten wir tatsächlich jetzt nur im Kino 1 früher angeboten. Jetzt haben wir auch durch die Renovierung haben wir auch Kino 2 und Kino 3 so aufgerüstet, dass wir gleich hier vor Ort, also im Saal, wir müssen das nicht über die Projektion ziehen oder irgendwie mit 150 Meter Kabel. Wir können uns hier hinsetzen mit einer Xbox oder mit einem mit dem Nintendo Switch, was auch sehr, sehr beliebt ist. Und man kann sich hier an den HDMI-Anschluss einfach anknüpfen und dann das loslegen. Das ist auch ein richtig cooles Erlebnis. Aber kommen wir mal wieder zurück auf die Filme. Ja. Woher bekommt ihr eure Filme? Wir bekommen unsere Filme von den Disponenten, das ist die einfachste Frage. Die Disponenten, das sind unsere Vertragspartner. Jeder Verleih in Deutschland ist auf einen Bezirk geteilt und jedes Bezirk hat seinen Disponenten und mit denen schließen wir tatsächlich jeden Montag die Verträge quasi neu ab, aber das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass es ein komplett neuer Vertrag schriftlich unterschrieben werden muss. Deshalb erkläre ich das auch gerne, wenn man fragt, warum habt ihr im Kino kein Programm für Monate im Voraus? Ja. Das geht in keinem Kino. Es gibt nur bestimmte Kinos wie Arthouse-Kinos zum Beispiel, die nur auf bestimmtes Programm ausgerichtet sind. Die können sich das schon mal planen, wann sie was spielen. Da wir aber die Filme nach den Neustarts quasi spielen und die Neustarts passieren wirklich Woche zu Woche immer donnerstags, schreiben wir auch an dem Montag davor die Programme neu. Und wir nehmen auch neue Filme rein, deswegen müssen wir auch uns nur tatsächlich auf eine Woche konzentrieren. Und wenn wir dann die Verträge mit den Disponenten abgeschlossen haben, kriegen wir dann die Filme entweder per Post, per UPS, per DHL als Festplatte, also etwas Physisches, was man in der Hand hat. Wobei wir uns auch in den letzten Jahren schon auch auf das Digitale, auf die digitale Lösung komplett konzentrieren wollten. Wir sind schon fast dabei, dass wir alle unsere Filme über eine Internetverbindung auf einen separaten Server bekommen. Und dafür gibt es auch dementsprechend Firmen, die das für Deutschland oder in Deutschland machen. Und das machen wir auch gerne. Und ich sag mal, wie viel verdient ihr jetzt an so einer Kinokarte? Also da muss ja dann noch für die Menschen, die euch praktisch die Filme zur Verfügung stellen, fällt da ja wahrscheinlich noch was ab. Einiges. Das glaube ich. Das ist genau das Wichtige, was ich auch gerne meinen Gästen oder unseren Gästen erkläre, dass jede Buchung von jedem Film uns erstmal eine Mindestgarantie kostet. Mhm. Das heißt, wenn ein Film gewünscht ist, auch wenn das jetzt von Gästen, sagen wir mal, wir haben hier auch recht starkes türkisches Publikum, die wünschen sich mal einen Film und ich muss auch immer davon ausgehen, okay, mal einschätzen, wie viele Gäste kommen, wie viel müssen wir an Mindestgarantie bezahlen, beziehungsweise die Mindestgarantien sind auch oft eine feste Zahl von 80 Euro nach oben. Und dann muss man natürlich auch immer rechnen, dass jeder Verleih für jeden Film eine bestimmte Prozentanzahl von der Karte zurückhaben möchte. Und die höchste Verleihmiete ist bei 53%. Das heißt, von jeder Karte müssen wir höchstens 53% abtreten. Mhm. Ne, so dass man sich auch ausrechnen kann, was eigentlich übrig bleibt. Und das sind dadurch sind natürlich unsere Fixkosten auch gedeckt, aber auch nicht mehr, was man sich so alles denkt. Und habt ihr denn ein Mitspracherecht, was die Auswahl angeht? Also ja, wir arbeiten aber oder richten uns sehr nach unserem Gefühl auch, nach der Einschätzung, nach dem Feedback von unseren Disponenten. Die dürfen natürlich die Filme schon in Screenings vorab sehen. Mhm. Und mit diesen Einschätzungen arbeiten wir, aber auch extrem oder sehr, wir richten uns sehr nach dem Herzen quasi.
Das ist auch gerade bei dem letzten Elvis-Film die Entscheidung gewesen. Ich bin persönlich seit meiner Kindheit eigentlich ein großer Elvis-Fan. Es war jetzt nicht alleine meine Entscheidung, aber es war auch etwas, was ich absolut für wichtig halte. Es ist so eine kleine pädagogische Ader, die immer bei mir so laut wird. Das müsst ihr sehen. Das ist echt wertvoll. Das ist wichtig. Und jetzt würde mich ja noch brennend interessieren, wie kommt denn eigentlich der Film auf die große Leinwand? Okay. Eigentlich über den Projektor. Das ist die einfachste Antwort. Wir müssen ihn natürlich erstmal da haben. Ne? Das heißt, entweder habe ich den per Internetverbindung über Gofilex oder Eclair oder wie auch immer die Vertragspartner heißen, auf einen bestimmten Server bekommen. Oder ich habe die Festplatte in der Hand und die muss ich dann auf den Server aufspielen. Und dann sind natürlich die Projektoren spielen ihre wichtigste Rolle. Können wir uns die mal angucken? Na klar, gerne. Sehr schön. Könnte man sich bei euch auch eigentlich Filme wünschen? Ja, das kann man machen. Das ist natürlich an bestimmte Konditionen geknüpft, und zwar an die Mindestgarantie, von der ich schon gesprochen habe. Ah, also es muss etwas, das ist immer so eine Win-Win-Situation. Wenn jemand sich einen Film wünscht, wir können den gerne spielen, aber die Kosten für die Mindestgarantie müssen wir irgendwie bekommen. Das heißt, so viel, wenn du jetzt sagst, du möchtest einen Film gucken, dann sage ich dir, okay, bring 10 Leute mit ins Kino und dann können wir den Film spielen. Oder 15. Das ist ja auch super. Ne? Und jetzt, hier geht's in den Projektorraum. Genau. So, dann zeige ich dir jetzt erstmal mein Büro. Beziehungsweise der Ort, wo früher auch jeder Filmvorführer gearbeitet hat. Bis 2013 eigentlich, weil ab da, in dem Jahr startete tatsächlich die deutschlandweite Digitalisierung der Kinos. Das bedeutete, dass natürlich der Job von der Liste gestrichen wurde. Und es wurden einige von den Menschen mit Abfindung natürlich entlassen oder die haben sich umstrukturieren lassen. Aber die haben früher wirklich noch die Filmrollen eingehängt. Genau. Richtig, also jeder Saal hatte mindestens einen in dem laufenden Kinobetrieb haben müssen, der da stand und manuell alles gemacht hat. Erstmal, also nicht nur die Knöpfe gedrückt, so wie heute, sondern tatsächlich die Rolle aufgezogen, dann auch die Trailerrolle da dran geklebt und so weiter. Es war schon Wahnsinn. Sehr viel Arbeit, sehr viel manuelle. Und jetzt läuft das hier alles digital, ne? Was ist das hier genau? Jein. Es läuft digital, wenn man das auch so programmiert. Das heißt, das ist jetzt unsere Tonanlage. Hier mitten in die Tonanlage ist der Projektor-Server eingebaut. Mhm. Ohne diesen Server kann der Projektor nichts abspielen. Und der Server ohne Projektor ist auch eigentlich nichts. Der Server ist nur der Ort, wo wir den Content aufspielen, also alle Filme, Werbespots, Trailer und so weiter. Der auch über die bestimmten Befehle dann entscheidet, wer wann in welche Playlist abgespielt werden muss, und ob das jetzt 3D oder 2D-Film ist. Und das läuft heutzutage eigentlich so ab, dass wir die Filme, wenn wir die mit der Festplatte noch bekommen, dann sieht das so aus. Was ist das für ein Film? Das ist der Film. Das ist ein Film für unsere Schulkinowochen nächste Woche, weil das machen wir auch. Ah ja. Es ist ein besonderes Projekt, was eigentlich jedes Jahr stattfindet, außer jetzt in den letzten 2 Jahren Corona. Letztes Jahr, glaube ich, war das auch alles online. Mhm. Diesmal sind wir alle wieder hier und die Schüler dürfen uns ab Montag auch mit den Lehrern besuchen. Ja, und die Festplatte spielt man einfach hier auf. Das ist der Hauptserver von dem Saal, von dem Kino. Und wenn ich jetzt den Film oder diesen Content auf diesem Server lasse, ich kann dann über die digitale Software wirklich bestimmen, wo er noch hin soll, wo er abgespielt werden soll, mit welcher Playlist und so weiter. Okay. Das mache ich dann alles aber schon vom Büro aus. Sehr ich gut. muss jetzt nicht in der Projektion meinen Tag verbringen. Das war früher natürlich auch ein bisschen anders. Ja. Und das da ist der riesige Projektor. Genau. Den größten haben wir im Kino 1. Die Größe, ja, die hängt ein bisschen von der Entfernung beziehungsweise von der Power, die ein Projektor hergibt. Und das ist auch für den großen Saal extrem wichtig. Siehst ja auch schon an dem Schlauch, was er eigentlich an Hitze produziert. Es ist hier auch schon gut warm drin, obwohl der noch nicht läuft. Also wer wirklich so dieses Technische nicht drauf hat oder das nicht mag, der kann in einem Kino eigentlich
der kann sich fürs Kino oder für die Kinobranche nicht begeistern lassen, weil das ist nicht nur Verwaltung. Kino ist tatsächlich auch der technische Alltag hinter den Kulissen. Mittlerweile kann ich auch Sachen alleine reparieren, ohne dass die jetzt hier aus von Osnabrück oder Erkelenz, wo sie den Sitz haben, noch wirklich runter nach Holzminden kommen müssen, um ein Projekt auseinanderzubauen. Dazu auch die Digitalisierung. Ne? Das hat auch tatsächlich vielen Menschen das Leben erleichtert, aber man muss sich damit auseinandersetzen, mit der Software, mit der Übertragung, wie das im Hintergrund auch funktioniert. Das läuft über ein Netzwerk, das heißt, alle Geräte sind in einem Netzwerk drin und wenn wir einmal einen Internetausfall haben, dann sind wir geliefert. Das ist halt das Problem. Also wenn man in Holzminden einen Internetausfall oder Stromausfall hat, kann ich mit dem Projektor-Server nichts machen, weil die Geräte einfach nicht verbunden werden können. Wir haben uns ja das Ganze vorhin schon einmal angeschaut. Da lief das alles noch und war so laut. Ja. Kannst du uns das für unsere Zuschauer noch einmal hochfahren? Das ist ja wirklich dann immens. Also es genau. ist schon sehr warm hier und gleich wird es auch noch sehr laut. Das ist ja kein also so netter Arbeitsplatz. Jetzt startet der Kino-Server. Das heißt, ohne den auf dem Server, das ist quasi das Herz des Ganzen. Das wären jetzt die Augen quasi und der Mund, kann man auch sagen. Weil gut, das ist die Tonanlage, aber ohne dieses Gerät kommt nichts in den Saal rein. Das heißt, man könnte weder Ton noch Bild noch sonstiges bekommen. Jetzt können wir noch den Projektor dazu anmachen. Und so muss man hier eigentlich im Hintergrund auch noch das Gehirn aktivieren und ne, also einiges, das ist ja, jetzt hat gerade die Lüftung gestartet eingesetzt, und dann, ja. Ja, das ist eigentlich die Geräuschkulisse meines Alltags. Aber es ist, also wie gesagt, wenn man das macht, dann spricht auch nichts dagegen, dass man sich hier bei uns auch im Kino bewerben kann. Das ist alles super, super spannend. Jetzt wollen wir aber noch mal in einen anderen Kinosaal schlüpfen. Ja. Und zwar dort, wo dein Lieblingsplatz im Kino ist. Können wir gerne machen. Sehr schön. Gemütlich in dem Saal, ne? Sehr gemütlich. Ich kann verstehen, dass es dein Lieblingssaal ist. Auch. Vor allem auch dieses kleine Highlight hier. Was heißt kleine? Das haben wir tatsächlich aus London. Und wenn wir vielleicht zukünftig auch das Kino 1 renovieren, dann wird so eine Sofa, so eine Couch, Lounge eigentlich tatsächlich oder eine ganz lange Reihe oder auch zwei. Die werden auch mitgeplant. Oder sind die jetzt schon in Planung? Aber ist das jetzt so der beste Platz, in dem man im Kino wählen kann? In der Umgangssprache in jedem Kino oder in der Kinobranche sagt man immer, der beste Platz in einem Saal ist Mitte. Das ist tatsächlich der Ort, wo du mit deinen Sinnen alles komplett so empfangen kannst, wie es geplant ist. Mhm. Mitte im Saal, Mitte in der Reihe. Das heißt tatsächlich das Herz des ganzen Raumes. Warum wir die Sitze oder die Sofas in der zweiten Reihe haben und auch gleich davor Liegesitze eingebaut haben, das hat natürlich auch den Vorteil oder das Ziel, dass man tatsächlich wirklich die ganze Kapazität des Saals ausnutzt. Du siehst ja, das ist kein riesengroßer Saal. Nee. Wir haben hier nur 65 Sitzplätze. Die Leinwand ist auch ziemlich nah an deinen Augen. Also damit du das noch vernünftig genießen kannst, müsstest du wirklich mit dem Kopf nach hinten. Und dann, dafür ist das Sofa geeignet. Ich wollte gerade sagen, das also heißt, so ist es super. Du musst deinen Hals jetzt nicht unbedingt anstrengen. Du kannst dich einfach zurücklehnen. Es passiert auch manchen, dass sie einschlafen. Man merkt einfach jetzt in unserem Interview oder schon den ganzen Tag über, wie sehr du Kino liebst. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich könnte mir nicht vorstellen, oder gut, ich habe auch in der Gastronomie gearbeitet, in der Systemgastronomie früher. Eigentlich vom Beruf bin ich Deutschlehrerin. Ich habe Germanistikstudium abgeschlossen in Polen, woher ich ursprünglich komme. Und habe auch einige Jahre unterrichtet, auch verschiedenen Gruppen von Kindern und Erwachsenen, also Altersgruppen. Aber das Kino war ist in meiner Familie auch bis heute noch sehr präsent. Meine Eltern haben mir tatsächlich diese Kinoliebe oder die Liebe zum Kino beigebracht. Mein Vater war auch ein großer Fan von Actionfilmen und den Western. Und das war halt dieses, man hat mit der
mit der Übertragung der Geschichten auch dieses Magische immer dahinter gespürt. Und das ist auch etwas, was ich bis heute mit Kino verbinde. Weißt du noch, was dein erster Film war? Ja, tatsächlich. Da ich aber auch noch in den kommunistischen Zeiten in Polen als Kind gelebt habe, war das tatsächlich ein russischer Animationsfilm über ein Pferdchen, glaube ich. Ich glaube, ich war 5 oder so. Ich kann mich nicht genau erinnern. Aber ich kann mich sehr gut erinnern an den ersten Film, der mich schon komplett mitgenommen hat. Das war, ich glaube, 1990, der mit dem Wolf tanzt, mit Kevin Costner. Sehr schön. Worauf freust du dich jetzt noch? Was steht noch an dieses Jahr? Oh, dieses Jahr haben wir noch ein besonderes Projekt. Das darf ich vielleicht schon mal ankündigen. Wenn alles gut läuft und wenn die Planung das hergibt, diesen Sommer noch, planen wir mit dem Stadtmarketing einige Open-Air-Kinotermine. Wahnsinn. Wir haben uns tatsächlich erlaubt, beziehungsweise unseren größten Wunsch zu verwirklichen, eine aufblasbare Open-Air-Leinwand zu kaufen. Mhm. Und wenn alles läuft dann und wenn alles klappt, dann dürfen wir bald vielleicht Näheres sagen. Sehr schön. Darauf freuen wir uns natürlich. Genau, wir auch. Ja, also das wird schon wieder was komplett Neues. Ich habe das noch nie draußen so veranstaltet. Also so ein Open-Air-Kino, ja, schon teilgenommen, aber noch nie von der technischen Seite auch hinter den Kulissen so alleine geplant und gemacht. Deswegen, das ist mein Sommer eigentlich. Sehr schön. Ich denke, das wird gut laufen und ich bin schon sehr gespannt. Wir werden dann bestimmt uns auch den einen oder anderen Film anschauen. Hab vielen Dank für diesen tollen Blick hinter den Kulissen. Sehr gerne. Was wir heute alles erfahren haben, Wahnsinn, wo wir heute alles waren. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und danke noch für das Popcorn. Sehr gerne, so ist das bei uns.